So, hallo. Ich wollte heute mein Tutorial noch ein bisschen erweitern, indem ich euch zeige, wie man ein BAB Seitendeckelschloss anpasst auf einen neuen Schlüssel. Dazu braucht ihr, wie gesagt, die neuen Schlüssel, das BAB Schloss, wo sich dann halt auch der Schlüssel drehen lässt, eine Zange und eine Feile eventuell. Je nachdem, ob der Schlüssel passt oder nicht, braucht ihr halt die Feile, um das halt alles entsprechend anzupassen. Als erstes zerlegt ihr mal das Schloss, indem ihr die Mutter entfernt, den Sprengring entfernt und den Bolzen oder beziehungsweise Schließhaken entfernt. Dann könnt ihr das Schloss ganz einfach auseinanderziehen. In dem Schloss befinden sich solche Schließbleche. Ich habe schon mal eins entfernt. Eine kleine Feder. Und die sind dafür verantwortlich, dass hier das Schloss verriegelt werden kann, indem man den Schlüssel einfach zieht. Weil man sieht, hier in der Kerbe würden diese kleinen Bleche, ich ziehe die mal raus, einrasten. Und damit kann das nicht mehr verdreht werden. Man sieht hier bei dem Schlüssel, wenn ich den reinstecke, dass alles passt, dass kein Stift raussteht, weder oben noch unten, und demzufolge sich das auch alles wunderbar drehen lässt. Wenn ich einen anderen Schlüssel verwende, legen wir den mal beiseite, den neuen Schlüssel, auf den ich das Schloss anpassen möchte, sieht man ganz deutlich, okay, hier gibt es Stifte, die rausstehen. Das ist der hier. Ich hoffe, man sieht das gut. Ich komme ein Stückchen näher. Der steht raus und den kann ich auch reindrücken mit meiner Feile. Das ist eine ungewünschte Kombination, weil die kann ich leider nicht nachstellen. Und auf der anderen Seite sieht man hier hinten diese beiden Stifte gucken hinten raus. Das kann ich anpassen, indem ich einfach an meinem kleinen Schließblech, und zwar auf der unteren Seite, sieht man hier die untere Seite, also das ist oben der Federhaken. Da sitzt die Feder drin. Ungefähr so. Und dann wird die natürlich nach unten gedrückt und würde unten das Teil rausschauen, wenn der Abstand hier zu stark ist. Demzufolge kann man hier ein Stückchen rausfallen und dann wird der reinrücken in das Schloss. Also die beiden könnte man anpassen, die beiden nicht. Aber es gibt ja eine andere Möglichkeit noch, wir können die einfach miteinander alle vertauschen, so dass wir eine passende Stellung bekommen. Und das machen wir jetzt mal. Also wir ziehen den wieder raus, den Schlüssel. Passen auf, dass da nichts rausrutscht. Und entfernen jetzt mit einer Zange diese einzelnen Stifte. Stellenweise gehen sie leicht, stellenweise gehen sie aber auch recht schwer. So, wie gesagt, aufpassen, die Federn sind ganz, ganz wichtig. Ohne diese Federn geht hinterher nichts mehr. So, da haben wir jetzt schon 1, 2, 3 Federn. Die sind ganz wichtig, also immer Federn aufheben. Wenn die mal ein bisschen verbogen sind, macht das nichts. Die müssen wieder rein, vielleicht kann man so ein kleines bisschen richten. Und dann sollte das alles passen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist dann die sechste. Wie gesagt, geht manchmal etwas schwer raus. Jawohl. Und dann hat man auch die sechste Feder. Gut. Jetzt ist der entsprechend leer. Da ist nichts mehr drin. Und jetzt kann ich meinen neuen Schlüssel hernehmen, kann ihn reinstecken. Damit würde dann halt nichts kodiert sein. So, jetzt gucken wir uns den Schlüssel einfach mal an. Diese Teile haben alle einen unterschiedlichen Abstand hier unten. Man sieht das hier, der ist klein, der ist etwas größer. Das ist wieder ein etwas größerer. Das ist auch einer.
Und man könnte diese schon mal ein bisschen in Reihenfolge hinlegen, damit man dann erstmal entscheiden kann, okay, welcher wäre denn jetzt für den Bart am besten. Wenn ich mir den Schlüsselbart anschaue, sehe ich hier, dass eine tiefe Kerbe ist, da wird wahrscheinlich ein großer reinkommen. Dann haben wir hier eine kleine, dann haben wir hier noch eine kleine, dann haben wir eine viel kleinere und hier hinten die beiden noch. Und das probieren wir jetzt einfach aus, indem wir einfach Stück für Stück einsetzen. Also nehme ich mir die erste Feder, setze die in meine erste Kerbe, drin ist sie, und nehme mir, weil der Bart hier das größte hat, nehme ich mir den größten Bügel, das kleine Schließblech. Setze das kleine Schließblech ein und damit ich das dann einrasten kann, drücke ich mit der Zange an der Federfahne, um das einzusetzen. Es klackt leicht, dann ist er drin. Dann prüfe ich das mit meinem Schlüssel gegen und ich sehe, er passt. Steht nichts raus, wunderbar, genauso soll es sein. Also, erste Position gefunden. Können wir die nächste nehmen. Nächste Feder einsetzen in das Loch. Und gucken wir uns den Bart wieder an. Was brauchen wir? Wir brauchen eine, schätzungsweise eine von denen hier. Dann nehmen wir die her. Na komm her. So, jetzt habe ich sie. Und setzen die ein. Und wie gesagt, mit der Zange hier am Federfähnchen drücken, dann kann man das einsetzen. Also ich drücke hier. Kommen wir ein bisschen näher ran. Da an dieser Fahne drücke ich auf der Seite. Gut. Probier mal aus, ob das passt. Stecken den rein und passt. Sitzt gut. Okay, fahren wir fort mit dem nächsten. Also wieder eine von den Federn nehmen, reinstecken, Schlüssel anschauen. Also die nächste Kerbe ist genauso tief wie die jetzt gerade eben war. Also demzufolge setzen wir dann halt ein gleiches nochmal rein. Schätzungsweise wird das hier das Richtige sein. Probieren wir mal aus. Wenn das nicht der Fall sein sollte, machen wir es wieder raus und setzen es neu. Also, ich gehe hier an die Fahne ran, drücke leicht drin. Dann probieren wir das wieder aus. Und sieht gut aus. Passt. Okay. Nächste kleine Feder hernehmen. Und einsetzen. Was sagt mir der Bart? Der Bart sagt mir, okay, ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter rauf. Also das war ja hier die tiefste Stelle, dann kamen zwei gleiche, jetzt kommt hier eine höhere. Also demzufolge das mit dem kleinsten einsetzen. Probieren wir aus. Hier auch wieder. So, gehen ganz leicht rein. Einsetzen. Reinstecken. Sieht gut aus. So, nächste Feder hernehmen. Einstecken. Nochmal nachschauen. Also, wir haben jetzt einen oberen und einen unteren. Also, der obere, von denen habe ich schon 1, 2, 3 Stück. Also zwei Stück verbaut, drei Stück wären es dann jetzt. Also nehme ich den hier, probiere den aus, ob der passt. Setze den ein. Zange, Klick drin. Passt auch. Man kann auch zwischendrin mal den Schließmechanismus hernehmen und kann gucken, ob der funktioniert. Und wie man sieht, es lässt sich alles gut bewegen. Wenn ihr wirklich mal hier ein Zehntel Millimeter weiter draußen seid, sehe ich jetzt hier bei dem, dass da ein Zehntel Millimeter draußen steckt, macht nichts, weil die Ecken hier, die Ecke und die Ecke sind entsprechend rund
und dann wird sich das auch einschleifen. Die beiden Ecken sind die wichtigsten hier oben. Die untere, wie gesagt, stellen wir ein, indem wir den hier zurechtfeilen. Wenn ihr da mal einen Feilenzug zu viel gemacht habt mit eurer Schlüsselfeile, die ich hier in der Hand habe, wenn ihr da einfach mal zu viel rausgenommen habt, steht da oben ein Stückchen raus und nehmt einfach hier oben ein kleines bisschen von dem hier oben noch weg, rechts und links, und dann passt das. So, letzter Schließstift. Feder rein, den einsetzen und mal nachschauen, ob es passt. Drin ist er. Und ganz drin ist der Schlüssel auch. Also super, hat alles gepasst. Ich brauche gar keins nachfeilen, weil die Kombination, die ich hier und hier habe, mit den Höhen, passt für den Schlüssel auch, nur in einer anderen Reihenfolge. Ich kann es noch mal kurz zeigen. Andere Reihenfolge wäre, man sieht hier, dass die rausstehen, oben und unten. Unten, wie gesagt, kann man nachfeilen. Oben muss man sie versetzen, auf eine andere Position bringen. Wenn ihr gar keine Möglichkeit findet und es steht immer einer oben raus, man kann den, wie gesagt, hier oben in Ecken ein bisschen rundfeilen oder man nimmt den Stift raus. Am besten ist natürlich, man bestellt sich noch ein weiteres Schloss und baut diese kleinen Fahnen ein. Also diese Schließstifte, die sind wichtig. Ganz wichtig noch beim Zusammenbauen des Schlosses, wenn ihr das Schloss zusammenbaut, achtet bitte darauf, dass ihr die Mutter nicht so stark anzieht, weil sonst passiert euch das, wie mir hier das passiert ist bei dem Schloss, dass einfach das Gewinde, was hinten dran ist, einfach abreißt. Sieht normalerweise so aus. Ich habe mit dem Schlüssel angezogen, es ist gleich abgerissen, es ist auch hier drin zu sehen, dass ein kleiner Lufteinschluss ist und wahrscheinlich ist dadurch dieser Stift zu schwach gewesen und ist dann rausgerissen. Ja, wie gesagt, also beim Zusammenbauen, Zusammenschrauben darauf achten, also ihr baut es ja so zusammen, dann hier wieder die Mutter drauf. Nicht zu stark anziehen, weil sonst reißt euch das ganze Stück ab und das Schloss ist hin. So, ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen. Ihr wisst jetzt, wie man einen Schlüssel umbaut auf ein Schloss, was ihr eigentlich sozusagen als Serie schon da habt. Also ihr habt im Normalfall ein Seitendeckelschloss, ihr habt ein Lenkerschloss und ihr braucht jetzt bloß noch dieses zusätzliche Schloss, um euch einen Zündschlüsselmechanismus zu machen, den ihr auch mit dem BRB-Schlüssel sozusagen bedienen könnt. Ist ja in meinen anderen Videos gezeigt, wie das gemacht wird, und damit habt ihr ein Schloss neu kodiert und es funktioniert. Lässt sich drehen, schließt wunderbar. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß. Ich hoffe, ihr konntet wichtige Sachen entnehmen aus dem Video. Ich freue mich immer über Daumen hoch und Likes. Kommentare sind sehr willkommen, weil ich suche immer noch nach neuen Videos, was irgendwie fehlt in dem Bereich Simson oder auch an anderen Bereichen, wo ich sage, okay, wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu irgendwelchen Sachen, wie man das machen könnte, dann schreibt mir einfach. Ich gucke, dass ich die Videos dann zeitnah einstelle, beziehungsweise für mich überhaupt möglich ist, also da eins zu machen. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!